Friedhofflut ist, die Wellen nicht mehr auf die Häuser platschen und diese eben beschädigen. So hat man diese Inseln hier vorgebaut. Man hat einen Kreis gezogen, das Wasser ausgepumpt und dann mit Sand gefüllt. Und dann sehen Sie weiter hinten am Festland auf den Flughafen dieses graue moderne Gebäude. Davor steht eine Maschine. Das ist der drittgrößte Flughafen von Italien, genannt nach einem berühmten Venezianer, nämlich Marco Polo. Erst in den 60er Jahren wurde dieser Flughafen